So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und eigentlich wollte ich heute ja eine Dark Raid Tour hochladen, die ich gestern mit dem Kenny gemacht habe, zu zweit, ne? Da hätte ich fast genießt auf jeden Fall. Schön, dass man den Kenny mal wieder sieht, dass der zurück ist. Aber es stand was anderes im Raum, und zwar die nächsten Community Days und dass die wieder gewotet werden können, angeblich. Und die Kandidaten stehen auch bereit. Und nicht nur ein C-Day, sondern gleich drei Stück standen im Raum, was alles nur Spekulationen waren. Jetzt habe ich gedacht, okay, was machst du? Haust du heute dein Video raus über die Raid-Tour gestern? Oder machst du das mit dem C-Day-Voting? Aber dann kommen die Hater wieder und sagen, ach, der Ramses, der verbreitet wieder mal Gerüchte, Sachen, die gar nicht Fakt sind, die nicht offiziell bestätigt sind und Hayden. Also lässt du das, bis es offiziell ist, beziehst dann Stellung dazu, haust heute den Raid Day raus und was macht der gute Schilling? Haut natürlich heute sein Video raus über die Spekulationen. Klatscht sein Spekulatius wieder in die Ecke und schon ist er abgesichert gegen Hater, weil es sind ja nur Spekulationen. So habe ich mir gedacht, scheiß mal auf den Raid Day, den haue ich einfach morgen raus. Wir gucken uns das heute auch an. Ich möchte nämlich auch meine Meinung dazu sagen, mal die einzelnen Pokémon beleuchten, was mein Favorit davon ist, welche überhaupt zur Auswahl stehen, was hat Sinn, was hat keinen Sinn. Und damit die Hater nicht kommen und sagen, hä, der verbreitet wieder Halbweisheiten, werde ich hier meinen persönlichen Spekulatius einblenden. Ich wollte nicht erst eine Dose 500er Dosenbier nehmen, aber da habe ich kein PNG dazu gefunden, also keine PNG-Datei. Also nehme ich einfach einen Hamburger, werde den hier einblenden, damit ihr wisst genau, dass das nur Gerüchte sind. Ich nenne das Ganze jetzt einfach der Hoffnungsburger, weil wir hoffen, dass das ins Spiel kommt, dass das passt, dass das stimmt, was ich hier verbreite. Wenn ihr einen besseren Namen habt, statt Spekulatius, der Hoffnungsburger vom Ramses, ne? In der Hoffnung, dass das stimmt, was ich sage, schreibt es mal in die Kommentare. Der Hoffnungsburger wird jetzt hier eingeblendet. Und jetzt ist es auch genau 14 Uhr. 15 Uhr soll das Video eigentlich online kommen. Hier seht ihr, 14 Uhr hat genau die Team Go Rocket Übernahme angefangen. Und an fast jedem Stop ist nun ein Team Go Rocket Rüpel, das ist eine Sache, worauf ich mich immer gefreut habe, mit dem großen Account da alles mitzunehmen, zu gucken nach den 3 Stunden, wie viele Stops hast du geschafft, wie viele Shinies hast du bekommen, hast du überhaupt einen Shiny bekommen, hast du einen 100er bekommen, kannst du was Gutes erlösen. Mit dem kleinen Account bringt das leider nicht viel, da habe ich kaum Pokémon drauf, kaum gute Pokémon. Bin zwar jetzt schon Level 29, wie man hier sieht, ne? Also ich denke, bis Montag zum Livestream ist das Level 30 auf jeden Fall drin. Dann habe ich innerhalb von einer Woche die 30 Level gemacht. Habe sogar schon 3 Shinies, das als kleiner Zwischenstand. Und wie ihr seht, sind hier auch Stops dabei, wie der. Da ist kein Rocket Rüpel dran. Aber alles andere sieht gut aus. Alles dunkel, alles von Team Go Rocket heimgesucht. Und ich habe ewig drauf gewartet, dass sowas wieder kommt. Jetzt ist es da und ich kann es nicht spielen. Und bei dem kleinen Account bringt es nichts, weil ich keine Pokémon habe. Aber wir gucken uns jetzt mal hier die... Bruder, wir gucken uns jetzt mal hier die nächsten C-Days an, die nächsten möglichen C-Days für April, Mai, der Community Day, könnt ihr nämlich wahrscheinlich auswählen, ich muss immer aufpassen, was ich sage, zwischen folgenden 4 Pokémon, Nebulak, Sandan, Shiki und Hornliu. Was ist euer Favorit aus diesen 4 Pokémon? Kurz Zeit lassen zum Überlegen, zum Pausieren, zum drunter schreiben. Meiner ganz eindeutig, das wird jetzt viele überraschen, aber viele eigentlich auch nicht, die mich kennen. Ich wünsche mir auf jeden Fall Hornliu zum C-Day, was sehr außergewöhnlich ist. Weil mit dem Pokémon macht man sicherlich nichts, auch wenn das eine gute Attacke bekommt. Was macht man mit Hornliu? Aber alle 3 anderen gibt es schon als Shiny im Spiel. Hornliu gibt es noch nicht. Deshalb wäre ich für Hornliu. Hat auch 2 Weiterentwicklungen. Ist das perfekte C-Day-Pokémon. Nicht so wie Sandan. Das könnt ihr nur einmal entwickeln. Sandan gibt es aber schon als Shiny. Jetzt kenne ich natürlich die Leute, die sagen, was Sandan? Oh, das sieht so mega geil aus als Shiny. So grün. Ich will unbedingt Sandan haben. Für mich uninteressant. Dann gibt es die Leute, die sagen, oh, Nebulak, richtig cooles Pokémon. Und dann mache ich mir einen Gengar mit einer coolen Attacke. Aber ihr habt schon 2 Raid Days mit Gengar gehabt, mit Legacy Moves, mit allem Möglichen. Nebulak gibt es auch schon länger als Shiny. Bei jeder Safari-Zone wird das wieder rausgehauen und so weiter.
Trotzdem cooles Pokémon, trotzdem Generation 1, alles ist Generation 1. Das wird trotzdem einige Leute auch freuen, wenn das kommen würde. Mich natürlich wieder nicht. Und am komplett sinnlosesten finde ich Shiggy. Warum? Shiggy war doch schon da, hatte doch schon sein C-Day. Und jetzt kommt mir nicht mit einer anderen Attacke, Bruder. Nein, wir wollen kein Shiggy. Etliche wollen bestimmt trotzdem Nebulak. Noch gefragter als Nebulak ist meiner Meinung nach vielleicht Sandan. Aber mein persönlicher Favorit ist auf jeden Fall Hornlio. Ist aus Generation 1, fehlt noch. Das finde ich richtig heftig. Generation 1, beste Generation. Aber welche von den vier würdet ihr wählen, wenn ihr die Möglichkeit hättet? Dann geht es weiter mit Juni und Juli. Da habt ihr auch wieder Aufgaben, wahrscheinlich, und könntet wählen zwischen Raupi, Glumanda, Slimer und Porygon. Und als ob sie es so nach einem Muster anfertigen, ist natürlich wieder unten rechts in der Ecke das Pokémon, was ich favorisiere, nämlich Porygon. Porygon auch zwei Weiterentwicklungen, Porygon auch Gen 1, Porygon noch nicht als Shiny im Spiel, deswegen mein Favorit. Manche werden sagen, oh, Raupi ist so süß und Smetbo, aber wurde ja zu einem im Monat eingeführt als Shiny, wenn es die neuen Feldforschungsaufgaben gab, wird noch nicht jeder haben, aber wäre dann eigentlich wie Hondiu irgendwo sinnlos, dass man das irgendwie gar nicht braucht. Und es gibt's schon als Shiny, Glumanda gibt's als Shiny, Slimer gibt's als Shiny, Slimer meiner Meinung nach trotzdem noch irgendwo selten. Da wird es vielleicht viele geben, die sagen, das ist ja dann grün, das will ich haben, ich brauche Slimer. Glumanda wieder total sinnlos, gab es auch schon als Community Day direkt. Raupi findet man eigentlich öfters, für mich gibt es also da nur einen Favoriten, Porygon. Aber ich denke mal, manche werden da trotzdem auch für Slimer voten, weil die das cool finden. Und die Käfersammler wollen natürlich Raupi, aber für mich eindeutig Porygon. Und wer man Niantic kennt, wahrscheinlich bauen die das so auf, die bringen eh Porygon ins Spiel rein, die bringen eh Hornlio ins Spiel rein, sie tun wieder mal so, als hättet ihr eine Wahl und egal wie ihr abstimmt, am Ende hat Hornlio die meisten Stimmen anonym und Porygon hat die meisten Stimmen anonym und ihr denkt, ihr konntet was mitentscheiden, dabei haben die das eh so reingebaut. Dann würden sie einfach ankündigen, der nächste Seeder ist Hornlio. Dann würden alle sagen, so eine Scheiße, sowas braucht doch keiner. Wenn es so aussieht, als hätten die meisten das gewotet, dann sind die meisten Leute zufrieden und sagen, ja gut, wenn die Community das so möchte. Und der letzte August-September Community Day, irgendwo dahingehend, habt ihr natürlich Bisasam, Owei, Carpador, Staralili. Wo man wieder sagen muss, diesmal ist es interessant, weil Staralili und Owei sind noch nicht als Shiny im Spiel. Bisasam hatte seinen eigenen Community Day. Carpador war das allererste Pokémon, was jemals Shiny ins Spiel integriert wurde, aber ist zu jedem Wasser-Event wieder da, ist zu so vielen Events taucht das auf, also da einen C-Day dazu braucht man eigentlich nicht, obwohl Gyarados richtig cooles Pokémon ist, aber selbst das konnte man ja Shiny wild schon fangen. Dürfte eigentlich keiner für Bisasam und für Carpador voten. Jetzt können die Leute sagen, Staralili, das hat wenigstens zwei Weiterentwicklungen und ist mal was anderes. Nicht immer nur Gen 1. Da würden vielleicht etliche für voten. Aber ich sage wieder mal Owei, weil Owei, cooles Pokémon. Kokowei, cooles Pokémon. Generation 1, beste Generation. Ich will auf jeden Fall Owei haben. Die anderen Sachen sind für mich nicht so interessant. Ich finde auch, na gut, Staraptor ist, glaube ich, trotzdem irgendwo als Flug-Pokémon nützlich, kann man einsetzen. Ich bin aber auf jeden Fall für Owei, die guten alten Zeiten. Dann nochmal ein schönes Kokowei rausbasteln. Das also meine Favoriten. Hornlio, Porygon und Owei. Schreibt ihr mal rein, wenn ihr von allen vier immer nur eins wählen könntet. Welches würdet ihr nehmen und warum? Mit Begründung natürlich. Manche haben jetzt auch gesagt, genau, manche haben jetzt auch gesagt, dass, weil April, Mai dort steht, ihr sowieso zwei voten könnt, beziehungsweise die mit den zwei meisten Stimmen kommen weiter, dass eben im April eins von den vier kommt und im Mai das mit den zweithöchsten Stimmen von den vieren. Dann im Juni, Juli genauso, dass mit den höchsten kommt im Juni, dass mit den zweithöchsten kommt im Juli. Dann würde ich es eher so machen. Dann würde ich vielleicht im April Hornlio nehmen. Für den Mai würde ich dann
Gut, man könnte sagen, man könnte Sandan nehmen für die Leute, die ein grünes haben wollen. Und dass man aus den Stops eben Alola Sandan bekommt und in der Wildbahn normales Sandan. So ähnlich wollten sie das ja bei Vulpix und Alola Vulpix regeln. Das wäre eine Sache. Da gäbe es nämlich dann auch gleich 4 Shinies an dem Sea Day bei Sandan. Weil mit Gengar nochmal, weiß ich nicht, ich glaube, der Reiz ist einfach komplett weg. Juni, Juli würde ich auf jeden Fall sagen Porygon und als zweites nehmen wir halt Slimer mit bei und dann können die das aus den Aufgaben mit Alola Slimer machen. Guck mal, wie schlau die sind, ne? Das wäre auf jeden Fall auch eine Überlegung. Und August, September sollen sie halt im August Owei machen und im September dann das Staralili hinterher. Dann ist alles irgendwie sinnvoll genutzt, sinnvoll eingesetzt. Das wäre meine Überlegung, wenn ich Niantic wäre, Mr. Niantic. Dann würde ich es auf jeden Fall genau so machen. Schreibt ihr mal rein, was eure Idee dazu ist, welche Favoriten ihr habt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.